willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünfelder Land und der Sojaernte. Drittes Vorgewende fahre ich gerade. Und eigentlich wollte ich ja schon Linie fahren. Und sie aber irgendwie dann wieder zerschlagen. 32.000 Liter sind für das Feld angesetzt. Ich bin mal gespannt, wie viel es tatsächlich wird. Ich rechne ja eher um die 40. Sechsundzwanzigtausend müssen wir auf jeden Fall verdienen. Das war die Pacht wieder reinkriegen. Das war aber bisher eigentlich nie ein Problem. Sollte es also auch dieses Mal nicht werden. So, Holzscheite haben wir gekauft. Anfang der Woche. Drescher haben wir gekauft. Verkauft habe ich noch gar nichts. Die Woche. Wir hätten ja im Metzger theoretisch ein bisschen was, was wir verkaufen können. Aber im Moment durch die Ernte keine Zeit. Also wenn die Ernte rum ist, dann müssen wir den Lukas Müller anrufen, damit wir einen Termin ausmachen wegen der Fahrprüfung. Der muss ja zur Nachschulung. Führerschein Klasse B und oh, da fährt auch einer mit einer Düngerspritze. Ich glaube, der kommt von meinem Feld. Noch mal gucken, was die die Holzkohle gerade bringt. €440.
30.000, 40.000 haben wir, also 20.000 Euro wird es ungefähr bringen. Ist jetzt noch nicht so, wo ich sage, hey, mach mal. Da habe ich eher noch ein bisschen Zeit. So langsam werde ich auch müde hier. Ganze Zeit hier dreschen. Immer ein bisschen eintönig. Ganze Zeit nur auf dem Bock sitzen. Machst ja nichts. Einfach nur hin und her fahren. So, ich guck mal, dass ich hier jetzt eine Gerade hinkriege. Das heißt nicht hinkriegen. Natürlich kriegen wir das hin. Dann sollte ich sogar noch einmal auch außen rumfahren können. Mit GPS wäre das natürlich noch ein bisschen cooler. Aber auch da ist die Frage, wann der Jürgen sich meldet wegen dem GPS, um das beim Xerion einzubauen. Schauen wir mal, vielleicht nächste Woche. Weiß auch nicht, weshalb der Rostelmesh so langsam fährt. Dachte, der wäre eigentlich ein bisschen schneller. Zumindest 10 km/h. Steht hier gar nicht. Nichts im Fahrzeugbrief eingetragen. Richtet sich das nach dem Schneidwerk? Ja. Sonnenblumen kann man mit 15 km/h an. Das ist ja schick.
Ja, bisschen mehr als die Hälfte habe ich schon. Ja, was soll ich euch erzählen, Leute? Am Eierpreis könnten wir mal gucken. Ich habe 20 Paletten. Heißt ungefähr 3000. Zweieinhalb. Wir haben fast 7.500. Aber auch da warte ich, glaube ich, noch ein bisschen. Wir sind jetzt schon wieder los. Irgendwann schlafe ich, glaube ich, auf dem Drescher mal ein. Irgendwann passiert es. So, 41, nee, 21.000 haben wir jetzt dann gleich geerntet. Moin Leute. Moin, moin. So, aber auch für heute war es das schon wieder. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da. Und schaut gerne morgen wieder rein.
Bis dahin, macht's gut. Tschüss.